Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 14. August 2018? Als erstes möchte ich sagen, mein Telefon funktioniert wieder, also ich biete auch telefonische Beratungen an. Ich habe meinen eigenen Hotline von 10 Uhr bis 23 Uhr. Wir haben letzte Woche Gewitter gehabt. Die Blitz ist bei uns eingeschlagen auf die Telefonleitung. Es war auch komplizierter, als wir dachten, aber es wurde repariert und die Telefonleitung geht wieder und bin ich schon erreichbar. Und wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag? Die Berechnung geht nach indischen Astrologie. Warum bevorzuge ich diese Berechnung? Schlicht einfach, es ist präziser. Ich habe das verglichen auch mit der astronomischen Berechnung. Nicht erst jetzt, sondern seit einigen Monaten beobachte ich das, wo ich festgestellt habe, die westliche Astrologie ist nicht übereinstimmend, das was die Astronomen vermitteln. Und indische Astrologie hat mich seit längerer Zeit fasziniert und ich habe diesen Weg gewählt. Wegen dieser Berechnung auch die Vielfalt von der indischen Astrologie und die Faszination, was die Mondhäuser betrifft. Das bedeutet, ich vermittle in Tageshoroskopen die indische Astrologie, diese Berechnung. Natürlich ist die Ergebnis anderes, als wir in westlichen Astrologie das kennen. Also nicht wundern, wenn ich das anderes vermittle als anderen Astrologen, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Diese andere Berechnung ist wegen der Präzision, die indischen Astrologen und auch die Astronomen berücksichtigen, die Präzision, die Berechnung ist präziser. Nach dieser Berechnung befindet sich Sonne im Tierkreiszeichen Krebs. Nicht nur Sonne befindet sich noch im Tierkreiszeichen Krebs, sondern auch Merkur, und Merkur ist rückläufig. Diese Rückläufigkeit bedeutet karmische Themen, Vergangenheit, aber auch eine gewisse Bremse. Das wirft ein bisschen zurück, was die Gespräche betrifft, aber ich betone noch einmal, oft handelt sich das um Themen von Vergangenheit oder eine Nachricht von jemand, wo wir schon kennen von früher. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen erleben das in erster Linie, aber ein guter Einfluss hat das auch für die Fischengeborenen, auch für die Skorpiongeborenen. Natürlich die Erdeelementen wirkt das auch angenehm, das sind die Stiergeborenen, die Jungfraugeborenen. Bei Steinbockgeborenen wirkt das anderes, die Steinbockgeborenen bekommen einen Spiegel. Das heißt, Merkur spiegelt etwas für die Steinbockgeborenen und das bedeutet in diese Richtung schauen, nicht nur warten, bis diese Nachricht kommt, sondern die Kontakt suchen. Jemand wartet auf eine Nachricht. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Jungfrau und steht heute in Konjunktion mit Venus. Das bedeutet, Mond und Venus bewegen sich in Tierkreiszeichen Jungfrau. Sie treffen sich, sie wirken auch zusammen. Hier handelt es sich um Themen Liebe, Partnerschaft und bei Mondenergie natürlich Veränderungen, aber auch Gefühlen. Mond herrscht über unseren Gefühlen. Und das trifft natürlich in erster Linie die Jungfraugeborenen, aber unterstützt auch die Steinbockgeborenen, auch die Stiergeborenen. Ein guter Einfluss bekommen die Skorpiongeborenen und auch die Krebsgeborenen. Und ein Spiegel wird gehalten für die Fischengeborenen. Die Fischengeborenen sollen in diesem Spiegel schauen. Thema ist Liebe, Partnerschaft.
Mond hat eine zunehmende Mondphase und befindet sich in dritte Tithi, so beschreiben das die indischen Astrologen, die Entfernung von die Neumondposition. Und diese dritte Tithi bedeutet Einflüsse von außen, eine gewisse Unsicherheit, Entscheidungsschwierigkeiten. Und die Mondhäuser natürlich in indischen Astrologie spielen eine ganz große Rolle. Das Kreis oder die Ekliptik, was nichts anderes ist als die 12 Tierkreiszeichen, wird 27 Teilen unterteilt. Und das ist die tägliche Bewegung des Mondes und nennt man das auch Mondhäuser. Und hier kommen die Einflüsse von Sternen, was die Tierkreiszeichen betrifft, aber auch von Fixsternen, das heißt von anderen Sternbildern. Und dann kommen die mythologische Geschichte dazu, das hat immer eine symbolische Sprache. Das haben nicht nur die Griechen, sondern auch die Inder haben auch ihre Mythologie und da handelt es sich immer um die Sterne. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Krebs und das Mondhaus, was hier wirkt, heißt Ashlesha und dieses Mondhaus beschreibt, etwas scheint gut zu sein. Aber das kann nur ein Scheinbild sein, also eine Verführung. Wir sollen die Augen öffnen. Sonne hat auch einen Bezug zu unserem Auge, das Sehen, das ist das Licht, macht etwas sichtbar. Also klar und deutlich sehen, erkennen, was scheint für uns gut zu sein, was gar nicht die Wirklichkeit entspricht, ein Scheinbild. Nicht nur Sonne befindet sich in diesem Mondhaus, sondern auch Merkur. Also es handelt sich um Nachricht oder ein Gespräch, Kommunikation. Es wird etwas vermittelt und das scheint gut zu sein, aber das kann trügerisch sein, verführerisch. Und das sollen wir überlegen, klar und deutlich sehen, erkennen, hinter den Kulissen schauen, woran liegt die Wahrheit. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Jungfrau, wie ich schon sagte, trifft auch mit Venus. Thema ist Liebe, Partnerschaft und Gefühlen. Dieses Mondhaus heißt Uttara Phalguna und es ist schon Jungfrau, aber wirken noch die Sterne von Löwen. Und der Löwe symbolisiert das schöpferische Kraft und die Jungfrau die kluge Entscheidungen ohne Umwegen. Und die beiden kommen hier in diesem Mondhaus in Verbindung. Etwas reift sich, etwas trägt Früchte, kommt eine Belohnung und eine direkte Verbindung, Thema ist natürlich Liebe, Partnerschaft und die schöpferische Kraft. Natürlich, diese Liebe hat auch Kraft. Mars ist der Mann. Das ist eine männliche Energie. Aber wir Frauen haben auch Mars im Horoskop, haben auch diese männliche Energie in uns und das brauchen wir auch, weil mit dieser Kraft setzen wir etwas in Bewegung. Oder setzen wir uns durch im Leben. Aber Mars bedeutet auch der Mann. Mars ist rückläufig. Diese Rückläufigkeit kann bedeuten, dass wir kraftlos fühlen und fühlen wir uns gebremst bei unserer Bewegung. Kann auch bedeuten, dass eine männliche Person kehrt zurück von Vergangenheit. Mars bewegt sich nach indischen Berechnung in Tierkreiszeichen Steinbock. Die Mondhaus heißt Uttara Shada und dieser Mondhaus beschreibt, der Mann tötet die Drache und rettet die Prinzessin. Das ist die Geschichte dazu. Dieser Drache bedeutet nichts anderes als Angst. Drache symbolisiert immer unsere Ängste. Und die Drachen zum Töten heißt, unsere Ängste loslassen und die Prinzessin befreien, natürlich die Verbindung Liebe, Partnerschaft. Venus befindet sich in einem anderen Mondhaus als Mond. Die haben zwar heute eine Konjunktion, weil Mond bewegt sich ziemlich schnell. Bei Sonnenaufgang befindet sich Mond noch im Mondhaus Uttara Phalguna, was ich beschrieben habe, diese schöpferische Kraft.
und dass etwas reift und kommt Belohnung. Damit mit diesem Energie beginnt der Tag und das vermittelt die Mondenergie. Aber Mond bewegt sich relativ schnell, über 13 Grad die Bewegung täglich und erreicht dann Venus. Aber in diesem Konjunktion befinden sich die beiden schon in einem anderen Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Hasta und übersetzt heißt Hand, Handlungen, ein helfenden Hand, eine Unterstützung. Natürlich, das trifft in erster Linie die Jungfrau-Geborenen, hilft auch die Steinbock-Geborenen, hilft auch Stier-Geborenen, unterstützt die Skorpion-Geborenen und Krebs-Geborenen und spiegelt etwas für die Fischen-Geborenen. Das heißt, die Fischer-Geborenen sollen nicht warten, bis jemand handelt, die Hand reicht, sondern die Fischen-Geborenen sollen einen Schritt auf anderen zugehen. Natürlich, der Bereich ist die Liebe, Partnerschaft, das sind die Themen. Und wie trifft das die einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Krebs in Osthorizont auf. Hier ist dieser Schein, eine Nachricht, ein Gespräch, was im ersten Moment gut erscheint. Aber das kann auch ein Risiko sein, das kann auch trügerisch sein. Darauf sollen die Krebsgeborenen achten. Das kann auch bedeuten für die Krebsgeborenen, dass sie suchen die Wahrheit oder sie erkennen die Wahrheit. Dieser rückläufige Merkur nähert sich zu einer Verbindung zu Venus. Und diese Verbindung ist harmonisch, weil verbindet sich die Tierkreiszeichen Krebs und die Tierkreiszeichen Jungfrau. Und Krebs ist Wasserelement, Jungfrau ist Erdeelement und sie stehen in Harmonie. Das heißt, diese Verbindung, dieses Gespräch, und hier handelt sich auch um die Liebe, Partnerschaft, ist schön und angenehm. Und das nähert sich, diese Verbindung, und das erleben die Krebsgeborenen und das erleben auch die Jungfraugeborenen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben immer noch die Themen wie Werten, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen. Energetisch hängt dieses Gefühl, Selbstwertgefühl, Hand in Hand zusammen mit den Finanzen. Handelt sich um Werten. Und das sind die Themen und die Löwengeborenen bringen gerade ihren Finanzen in Ordnung. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen sind kleinere Veränderungen, ein Besuch oder sie besuchen jemand. Es ist auch möglich, eine neue Schulung zum Beginnen oder eine Schulung halten, also ein Seminar, ein Vortrag zum Halten. Diese Termine sind zurzeit auch sehr wichtig bei den Jungfraugeborenen. Es ist auch möglich, dass ein Familienfest da ist und die Jungfraugeborenen bekommen eine Einladung. Was noch wichtig ist, hier ist die Venus-Energie. Das ist ein wichtiges Thema, gerade Liebe, Partnerschaft. Mond bewegt sich hier auch. Das heißt, auch über Gefühlen zum Sprechen. Und wie ich schon sagte, diese Nachricht nähert sich schon, weil kommt Merkur und Venus in Verbindung. Und das ist ein Entgegenkommen. Venus bewegt sich vorwärts, Merkur rückwärts. Also sie kommen entgegen. Und das erleben wir auch in den Tagen, beziehungsweise das erleben die Krebsgeborenen und die Jungfraugeborenen. Die Tierkreiszeichen Waagegeborenen haben Möglichkeiten und Chancen, ein Fundament zum Schaffen in ihrem Leben, was auch stabil anfühlt, entweder beruflich oder in die liebe Partnerschaft oder ein Hausbau, ist gerade auch die Zeit, wäre dafür auch gut geeignet. Und die Waagegeborenen brauchen auch die Sicherheit, Stabilität zurzeit, ein fester Boden unter den Füßen. Und viele Themen handeln sich hier um Wohnsituation. Entweder ziehen sie sich zurück in ihren eigenen Heim oder da ändert sich etwas.
Die Tierkreis zeichnen Skorpiongeborenen, verspüren die schöpferische Kraft, haben tolle Ideen und sie können ihre Ideen umsetzen im Tat. Sie haben auch die Kraft, die Möglichkeiten, die guten Gespräche in allen Bereichen, auch beruflich, aber Verbesserung auch in die Liebe, Partnerschaft. Thema Kinder ist auch sehr aktuell momentan bei den Skorpiongeborenen. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen sollen auf ihren Gefühlen achten. Etwas bringt die Schützengeborenen gerade aus dem Gleichgewicht, also sie sollen die innere Ruhe bewahren. Die Schützengeborenen sind auch dabei von etwas verabschieden, loslassen, von etwas trennen. Das kann auch eigenen Angst oder Unsicherheit bedeuten. Die Schützengeborenen haben Einschränkungen gerade in die Liebe, Partnerschaft, wo aber Glück haben, das ist die berufliche Situation, weil sie können beruflich etwas zurzeit verbessern. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen haben Glück in die Liebe, Partnerschaft. Und nicht nur in die Liebe, Partnerschaft haben Glück die Steinbockgeborenen, was auch sehr wichtig ist momentan, sondern sie sollen auf ein Gespräch achten oder einen Termin oder einen Vertrag. Aber nicht nur warten, bis jemand sich meldet, sondern die anderen haben die Erwartungen und es sollen die Steinbockgeborenen mal berücksichtigen. Sie sollen die Kontakt aufnehmen oder einen Termin vorschlagen, also aktiv sein. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen haben Themen mit Ämtern oder eine erbschaftliche Situation oder eine rechtliche Lage. Und das bringen sie gerade in Ordnung und sie kümmern auch um die Finanzen. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen sind Themen wie Reise, entweder Urlaub oder Kontakte im Ausland oder ein Besuch von Ausland oder eine Fremdsprache. Aber diese innere Reise, kann auch eine innere Reise sein. Etwas spiegelt für die Fischengeborenen und das sind die Themen Liebe, Partnerschaft. Und die Fischengeborenen sollen Gefühle zeigen, auf anderen zuzugehen, damit alles in Harmonie kommt in die Liebe, Partnerschaft und sie sollen auf den inneren Gleichgewicht achten. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen haben Erfolg im Beruflichen und sie bekommen zurzeit Anerkennung und Ansehen. In die Liebe Partnerschaft fühlen sich die Wiedergeborenen etwas unsicher oder sie zweifeln an sich selbst. Die Wiedergeborenen sollen die Gespräche meiden und auch keinen Vertrag unterschreiben. Das gilt nicht nur für die Wiedergeborenen, sondern auch für die Waagegeborenen. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen können mit Veränderungen, mit einer Überraschung rechnen, auch ein gutes Gespräch und Glück in die Liebe, Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen sollen auf die innere Ruhe achten. Es bringt etwas zur Zeit aus der Ruhe oder ist das alles zu stressig? Und wenn das so ist, dann sollen die Zwillingsgeborenen die Ruhe bewahren und eher zurückhaltend sein. Und das war mein heutiger Tageshoroskop und ich möchte noch die Angebote verkünden. Einmal die Horoskopanalyse, umrechnen die westlichen Astrologie auf die indischen und die Beschreibung die Mondhäuser beträgt mein Honorar 50 Euro. Eine ausführliche Horoskopanalyse nach indischen Berechnung und nach indischen Astrologie beträgt mein Honorar 100 Euro. Es sind Videoberatungen und diese Videoberatungen sind selbstverständlich anonym. Ansonsten ist natürlich auch sehr gut und es ist sehr beliebt, die Blitzberatungen, geht auch blitzschnell. Das heißt, Sie schreiben mir ein E-Mail, stellen Ihre Frage und ich beantworte diese E-Mails noch im selben Tag. Spätestens im nächsten Tag haben Sie schon die Antwort. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert.
Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.